Hallo zusammen, ihr seht hier das Tuch Hot Summer. Karin YouTube, klar, Karin YouTube, klar. Karin Morik YouTube, das wollte ich sagen. Ich habe hierfür zwei Bobble, also fast zwei Bobble, gebraucht. Einer, der eine Lauflänge hat von 1000 Meter auf 200 Gramm und der andere hatte eine Lauflänge von 462 Laufmeter auf 100 Gramm. Ich habe also beide fast, da ist der Rest von den 462 Laufmetern und schwuppsiwupps, da ist der Rest von den 1000 Laufmetern. Ja, also das ist also die Reste, die verbrauche ich jetzt dann für die Ärmel, weil ich hätte ganz gerne Ärmelchen, Ärmelbündchen dran, weil ich das so, so super toll finde mit Ärmelbündchen. Und deswegen habe ich das Tuch auch schon mal so hingelegt. Also ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt hier, das hier von oben nach unten laufend an beiden Seiten mir so eingeteilt, dass ich halt da oben 1, 2, 3 von diesem Muster hier habe. Das passt dann mit ja, mit der Schulter. Und jetzt gehe ich hin, mache mir dann hier einen Maschenmarkierer gleich rein und auf der anderen Seite genauso. Maschenmarkierer rein. Das ist dann schon mal die Hälfte des Ärmels und teile mir das dann noch mal ab nach rechts und nach links. Also vom Maschenmarkierer ausgehend, wenn der jetzt hier drin steckt, mache ich jetzt nach hier hin so ungefähr 15 cm bis 20 cm zu beiden Seiten hin. Mache ich dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Also einmal, ihr müsst euch das Ding jetzt wieder aufgeklappt vorstellen. Also so. Und dann hat man ja automatisch hier, das ist dann ja in die Mitte des Ärmels sozusagen, hat man ja hier den Maschenmarkierer und dann geht man einmal entweder jetzt hier runter und zur anderen Seite, weil es ja doppelt liegt hier, eben halt auch runter. Und mache da die Maschenmarkierer rein und bei der anderen Seite genauso. Ne? Und das teile ich mir jetzt mal eben ein und dann werde ich euch das zeigen, wie es ausschaut. Ich habe es für euch da mal aufgeklappt, damit ihr jetzt seht, was ich meine. Ja? Da in hellrosa ist ein Maschenmarkierer. Das ist der, der mittig sitzt. Und hier. Und es ist bei der anderen Seite genauso. Mittig und dann nach oben und nach unten. 16 cm. Ja. Und das behäkel ich dann mit Stäbchen. Ganz normale Stäbchen, weil diese Wolle sowieso schon so dünne ist. Da kann man jetzt nicht noch großartig ein Muster. Und das Muster, nee, möchte ich eigentlich nicht weitermachen. Und dann muss ich erstmal schauen, wie viel mir da überhaupt noch fehlt an Ärmelbündchen. Mein Arm ist circa, ja, 55 cm lang. Und da muss ich erstmal schauen, wie viel ich jetzt Schulter schon habe. Und wie viel dann tatsächlich noch bis zum Handgelenk runter fehlt. Das mache ich dann jetzt mal. So, ich habe das Ding jetzt mal angezogen. Ihr seht also, da fehlen jetzt noch, keine Ahnung, 20 cm. 25 cm. Ich müsste das mal eben abmessen, wie viel das tatsächlich ist, bis zum Handgelenk runter, weil so lang möchte ich es dann doch schon haben. Ja, natürlich ist es auch an der anderen Seite so. Kann man es ein bisschen schlecht einfangen, aber ihr seht es ja auch so.
Ja, ich messe das mal eben durch. Da hatte ich recht. Es sind 24 Zentimeter. Ja, die müssen jetzt noch dran und die werde ich dann auch dran häkeln. Stricken, ne, das häkel ich dran. Gut, ja, ich wollte euch das auch nur mal zum Besten geben, was ich bis jetzt schon wieder hier gemurkst habe. Ja, dann bis zum nächsten Videoreihe. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Die Glocke aktivieren nach dem Abonnieren und wenn es geht, einen Daumen nach oben. Das wäre richtig schön. Diese drei Sachen, dann würde ich mich mega freuen. Okay, bis dann.